und herzlich willkommen wieder bei Hearts of Iron 4 mit den Mittelmächten. Und ja, es gibt erstmal, sage ich mal, ein paar Sachen abzuarbeiten. Die ersten 5 Folgen hatte ich so mehr oder weniger am Stück aufgenommen, um auch ein bisschen einzugehen und schauen, ob das irgendwie was zustande bringt, die Runde. Ich muss sagen, ich hatte davor in einer Testrunde mich irgendwie total verfranst. Nichts ging mehr so richtig und man saß auf Jahre nur rum. Ich wollte vermeiden, dass es zu einem Szenario kommt und das Unpraktische daran ist halt, dass man Kommentare noch nicht einbauen konnte, die auf einige wichtige Sachen hingewiesen haben. Eins ist zum Beispiel die Eisenbahn und die Logistik. Also, dass man natürlich durchgehende Routen braucht von der Hauptstadt und wenn da mittendrin mal ein kleiner zwischen ist, eine kleinere Eisenbahn, dass das sehr unschön werden kann. Deswegen habe ich hier jetzt die Fünferlinie, also es gibt hier einmal eine quasi, die hier im Norden lang geht. Und das hier soll ein bisschen ausgebaut werden, dass das alles an diese Fünfer hier angeschlossen ist für die Logistik. Und hier entlang, hier unten wird auch nochmal alles ein bisschen auf 5 ausgebaut. Und es wäre natürlich schöner, noch mehr zu bauen, aber erstmal gucken, wie lange die Zivilfabriken damit eigentlich beschäftigt sind. Und denn außerdem, was man auch machen kann, bei den meisten Kontrollpunkten hier in der Grenze sind jetzt LKWs eingesetzt. Es sind ja, fast 3000 über. Das sollte schon passen. So, dann. Ah, genau, die Gefechtsbreite der Einheiten. 20 ist ja inzwischen nicht mehr das Entscheidende. Aber das ist mir aufgefallen, die klassische Infanteriedivision hat eh schon 22. Das passt. Und bei den Panzerdivisionen bin ich am überlegen, den vielleicht auf 21 zu bringen. Wir könnten den oder hin, ach komm, oder hier irgendwo zum Beispiel die motorisierte Flugabwehr noch in die Hand drücken. Dann gäbe es auch gleich was für die Flak zu tun, die bisher nur einfach so produziert werden. Und eigentlich habt ihr noch Platz für eine Nachschubkompanie. Was habt ihr? Aufklärung, Pioniere, Wartung, Fernmelde? Vielleicht noch Logistik, weil bei denen ist der Nachschubbedarf hier schon recht hoch. Das wird sich da ganz schön lohnen eigentlich. So, dann arbeiten wir mal ein bisschen die Liste ab. Österreich bietet Expeditionstruppen an. Doch, warum nicht? Kann man die ein bisschen kontrollieren? Nehmen wir an, die werden hier gleich in der Liste aufploppen. Frankreich ist in irgendeinem der Kriege noch nicht drin. Dann kommt mal dazu. So, euch fehlt Zusatzausrüstung, da kommen wir gleich zu. Widerstand. Ja, nicht zugewiesene Divisionen. Achso, unsere österreichischen Einheiten. Ja, mal gut, machen wir gleich. Sind im Krieg. Ja, die Statistiken, wie viele gefallen sind, kann man hin und wieder auch mal gucken. Das ist bisher ja eine ganz überschaubare Zahl. Okay, gerade Jugoslawien zum Beispiel hat schon einiges abbekommen. Frankreich natürlich. Aber Frankreich ist natürlich auch größer als Jugoslawien, einfach von den Zahlen her. Entscheidung ist nichts. Ach ja, der nächste Bomber. Also manchmal, wenn man einfach so eine Weile vor sich her spielt, muss ich sagen, dann übersieht man manchmal einfach ein paar Sachen hier und da. Das muss man jetzt auch ein bisschen abarbeiten. Und so, Flieger in Reserve, das kommt noch. Erfüllte Importanfragen aus Frankreich. Da. Aber wir haben eh genügend davon. Sehr schön, auch selbst produziert. Das ist gut. Und so, Frankreich ist unser Verbündeter. Müssen wir hier angehen. Schiffswerften sind mir egal. Fabriken sind frei. Und da ist wichtig, dass bei der Zusatzausrüstung hier plötzlich massenhaft noch angefragt wird. Müsste man vielleicht mindestens vorübergehend, ja, ich klicke manchmal noch falsch, aber mindestens vorübergehend noch eine zweite Produktionslinie aufmachen. So, die Flak, ja gut, die kriegt auch nochmal 2, 3 Fabriken. Ja, arbeitet jetzt ein bisschen mit der Panzerdivision zusammen. So, ihr arbeitet, das wird schon mal sehen, wie schnell wir das alles wieder reinkriegen.
Gut, in der Forschung gibt es auch Neues zu tun. Der neue Panzer müsste bald erforscht werden. Zu den Infanteriewaffen fehlt noch eine Stufe. Und wenn man die hat, ist es bald 1942, dass man die kriegt und so weiter und so fort. Da kommen wir auch noch zu. Ansonsten, der große Plan, ich würde sagen, ist es, die Sowjetunion 1942 anzugreifen. Durch den Bürgerkrieg im ersten Jahr verschiebt sich quasi alles um ein Jahr nach hinten. Hier können wir noch das mitnehmen und sonst würde ich erstmal einfach noch 1, 2, 3 Armeen aufstellen, die dabei helfen sollen und hier die Logistik ausbauen, dass das funktioniert. Rumänien ist bei den Sowjets dabei. Das wäre dann auch ein wichtiges Ziel, schnell die Ölfelder zu sichern, damit das mit dem Treibstoff möglichst nicht zu viele Probleme macht. Ansonsten hier vorrücken. Sehr viel infanterielastig. Die Panzer sind erstmal hier und sollen hier vorrücken, dass man hier vielleicht einen kleinen Kessel bauen kann und dann weitersehen. Aber wie gesagt, das wird wohl erst 1942 losgehen. So, dann haben wir hier österreichische Division. Das ist halt hier, die packe ich jetzt einfach mal in eine Armee zusammen. So, die können ja eigentlich auch bei der Invasion noch helfen und zum Beispiel von hier angreifen. Was für eine Form? Habe ich gerade eine Megafrontlinie gebaut? So, macht euch da bereit. Wird aber noch eine ganze Weile dauern, bis es losgeht. Ah, das ist noch ein das sind noch zwei Österreicher. Ihr geht auch zu denen. Die haben uns ja 23 Divisionen gegeben. Das heißt, hier ist noch einer. Genau. Hätten wir das. Ansonsten bei unseren Armeen ruhig mal wieder ein bisschen trainieren. Beziehungsweise, warte, welche Armee war das? Steh du mal da mal eben das leere Land ein. Die, die stehen, können ja mal eben wieder fertig trainieren. Ihr könnt eigentlich auch trainieren. Also der Plan ist es dann auch, gegen etwaige Landungen und sowas haben wir einmal die Sicherungseinheiten, die auch ein bisschen im besetzten Gebiet aufpassen. Und eine ganze Armee, wenn ja mal wieder irgendwas passiert. Gut, ich glaube, das reicht, um uns vorläufig mal langsam und entspannt weiterlaufen zu lassen. Ich muss jetzt auch mal kurz wieder reinkommen. So, ihr geht da rein, scheint wirklich kein bisschen Widerstand zu sein. Und hier, die Eisenbahn konnte eben noch nicht ausgebaut werden. Weil man noch einen Moment warten musste. Gut, die Linie ist natürlich hier direkt an der Grenze. Wenn da mal irgendwas schief geht, vielleicht wäre es nicht schlecht, hier noch diese Alternativroute durchs Landesinnere zu bauen. Ja, schön, so eine Invasion ohne Widerstand. Läuft recht planmäßig alles. Ah, wir haben einen Schwerpunkt umgangen. Das gibt es noch da drüben. Da brauchen wir nicht. Eigentlich eine Luftfahrt ein bisschen. Ah ja, meinetwegen ein bisschen Luftfahrtinnovation noch. Aber ein Rival ist doch mal einer. Okay, aber wenn ihr den habt, dann ist die Gegend hier sicher. Okay, das wäre geklärt. Dann bildet ihr wahrscheinlich hier in der Nähe eine Frontlinie mit dem Ziel, Leningrad anzugehen. Und danach vielleicht noch Finnland, mit denen sind wir auch im Krieg. Irgendwie seit ganz Spielbeginn halt.
Also relativ spiel oder also seit relativ langer Zeit. Und macht erstmal so, dass. Geht erstmal dahin. So, aber irgendwie fehlt Volho schon noch hier auf der Liste. So. Wobei, da muss vielleicht noch eine andere Armee zwischen. Ach ja, anbei. Dadurch, dass man jetzt mit dem Baltikum und Finnland Krieg hat und so, ist hier unten irgendwo ein nationaler Fokus verbaut. Wo man durch man im Endeffekt jetzt einen Kriegsziel gegen die Sowjets rechtfertigen kann und nicht das einfach so kriegt. Wenn es erst im nächsten Jahr losgeht, machen wir ein paar von denen, ist nicht wichtig. Aber es kostet sehr viel politische Macht. Ah, neue Forschung. Ach, das Ding kann man auch schon bald forschen. Ja, es staut sich einiges an, aber vielleicht schon mal erst ein Panzer hier mit 100%. So. Haben wir noch, ihr könntet auch noch mal ein bisschen trainieren, nur so, dass alle möglichst fit sind. Die Flugzeuge können auch noch neu organisiert werden und so weiter. Das wird schon. Noch ganz gerne mehr Truppen. Unsere Österreicher. Ah, den wird ein bisschen Training auch mal gut tun. Und so wie sie hier stehen, wohl auch ein wenig Eisenbahnanbindung. Hier. LKW sind ja nun wirklich genügend vorhanden. Ich doch schon mal gerne eine neue Armee, denen fehlt noch Zusatzausrüstung. So, ihr geht alle da rein. Also. Da wäre irgendwie hier vielleicht noch einer schön. Aber auch hier irgendwie speziell, um Rumänien möglichst schnell zu kriegen. Aber sonst. Ich meine, eben die Forschung. Ach, da war doch nichts mehr auf dem Weg zur Infanterie. Ach so, ich dachte, da sei noch der Tech zwischen. Umso besser. Umso besser. 1942 heißt auch das, aber es ist noch nicht 1942. Da ist jemand drin. Gut, wir könnten die Pack. Na gut, und jetzt, wo es die Flak auch gibt, wäre es eigentlich schon schön. Auch mal jemand dran arbeiten würde. Flugzeuge sind aktuell. Könnte man direkt ansetzen. Industrie. Oh, Industrie, das ist sogar 1941, ganz wichtig. Das nochmal mit dem bearbeiten. So, dann kann man da nämlich noch eine zweite Armee heransetzen. Ja, so plus minus. Ein bisschen mehr Primera hier unten schon mal mit hin soll. Ach, geringe Mannstärke. Gut, dann müsste man in der Rekrutierung in die nächste Stufe, auch wenn das dann natürlich langsam etwas wehtut. Ja, wir möchten die Ordnung der Sowjetunion wiederherstellen, das klingt gut. So, derweil, ihr seid fertig. Könntet meinetwegen auch mal ein bisschen trainieren. Achtung!
So. Ach, die können erst recht noch eine ganze Weile trainieren. Wir haben freie Zivilfabriken. Ah, umso besser. Die haben hier noch das eine oder andere Bahnprojekt vor der Nase. Dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen vor Ort die Infrastruktur noch ausbauen. Wenigstens hier und da noch ein wenig. Ah, hier oben in der Breite, ob sich das lohnt, sonst sorgt auf jeden Fall dafür, dass es möglichst viel gute Eisenbahnanbindung gibt. 5, ja, das läuft. Und den bräuchte man noch. Und so, und der hier soll sicherheitshalber auch eine gute Eisenbahn haben. So, dann hatte ich ja sicherheitshalber zwei Linien, falls da irgendwas passiert. Sind die auch erstmal wieder alle beschäftigt? Anbei, man müsste mal eine zweite Armeegruppe bilden. Wer von euch ist denn hier? Achtung! Bereit zum Ausrücken! Befehle! So, du könntest noch was werden, Organisator. Oder meinetwegen ein bisschen mehr Moral für die Armee, das wird schon schief gehen. Ja, an der Stelle mal wieder kurz, wie sieht's aus mit Zusatzausrüstung? Fehlt eher noch mehr. Vielleicht sollte man da nochmal die ein oder andere Militärfabrik bauen. Gut, wir könnten die Sowjetunion angreifen, aber Wetter und so. Im nächsten Jahr dann, wenn das Wetter etwas besser wird. So, Fließbandproduktion. Ah, hier die Baugeschwindigkeit, das ist auch noch wichtig. Davon wird Stufe 2 auch gut. Die Einheiten, die da drüben ein bisschen rumstehen hier. Auch noch alles ruhig im Moment. So, das ist alles 1942. Naja, das könnte auch nochmal. Beziehungsweise die Pack. Okay, mach das alles und dann wird es für 1942 jede Menge Sachen geben. Was könnte man hier noch Lustiges machen? Ja, jedenfalls nichts. Ah, ein Geist der Akademie. Na komm, nehmen wir den kühnen Angriff. Das muss ja vorangehen nach Möglichkeit. So. Nach Bedarf könnte man jetzt jederzeit machen. Aber es hängt halt ein bisschen die Industrieleistung. Ah, das Eisenbahngeschütz. Du kannst hier auch schon mal irgendwo in die Nähe. Ah, man kann es direkt einer Armee zuweisen, das ist natürlich auch hilfreich. Mhm. Also, du könntest zum Beispiel hier bei der 4. Armee bleiben. Also, gibt es noch irgendeinen großen, nennenswerten Fokusbaum? Schiffe irgendwie? Naja. Ja, nicht. Flugzeuge noch irgendeine gute Raketentechnik. Jetzt aber nicht, ob man das wirklich so dringend braucht. Jetzt noch ein paar Sachen für Flugzeuge halt. Ach, apropos, es gibt die nächste Luftdoktrin, weil es jetzt auch ein Ticken günstiger ist. Logistik, es sind immer noch genügend LKWs vorhanden. Konvois auch, Züge auch, aber prinzipiell
Weil Züge recht langwierig produziert werden, könnt ihr auch noch zwei Fabriken kriegen auf Dauer, aber ihr braucht irgendwie auch noch mehr. Weil es scheint gerade einfach nur mehr zu werden, was die verbraten. Braucht eigentlich noch viel mehr. Und da sind ein Konvoi. Oh, gefährliche Flotteninvasionen. Klingt doch gerade so, als ob euer Training bitte fertig ist und ihr bitte mal darum kümmert. Genau für den Fall steht diese eine Armee ja da hinten rum. Bereit zum Ausrücken. So. Meinetwegen ein bisschen die trainieren noch. Ihr könnt auch noch ein bisschen trainieren. So, die sind auch noch am Trainieren. Vielleicht. Er staut sich natürlich alles gerade an der fehlenden Zusatzausrüstung. Aber den hätte ich dann zum Beispiel schon noch ganz gerne. Und war mit zur Panzerdivision rüber. Also ich gehe nicht davon aus, dass das ein großes Problem sein sollte, die zurückzuschlagen. Ihre Befehle. Ausrücken. Gut, ihr kümmert euch darum. Ihr seid da alle bereit. Bin mal gespannt, ob das klappt oder ob das alles haushoch schief gehen wird. Wenn wir bei den Bauvorhaben schauen, Eisenbahn. Ja, das wird hier langsam alles aufgebaut. Ich glaube aber. Ja, der da oben ist noch gar nicht für LKW. Das ist wahrscheinlich da besonders wichtig, wo es dann eine Weile wirklich ein tiefes, unwegsames Land geht, wo auch nicht wirklich Eisenbahn großartig liegt. So, habt ihr. Bereit zum Ausrücken. Flotteninvasion. Wahrscheinlich in Planung. Schauen wir mal, wenn die wirklich kommen, dann können wir die ja auch ins Meer zurückschmeißen, denke ich mal. So, die trainieren. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum die hier so groß Verschleiß haben. Aber das erklärt natürlich einiges. Weil da baut man schon so viel in die Versorgung, gerade in die Logistik. Und dann ist hier auch mal ein bisschen was kaputt. Vielleicht wäre noch die ein oder andere Flugabwehrstellung. Wenigstens ringfügig ganz nett. Müsste auch unter. Hier in der Gegend ein bisschen in Westdeutschland die Luftüberlegenheit, feindliche Bomber. Hab ich doch hier. Ja, da waren die Jäger dazwischen. Der Fall von Rom, was? Deutende Entwicklung, aber warum ist denn Rom gefallen und an wen? Das war doch sowieso längst erobert. Weiß ich jetzt auch nicht. Ihr seid hier fertig. Bedroht offensichtlich weiter eine Invasion. Dann geht mal nach Paris und fangt das im Zweifel bitte alles ab. Danke. Also das mit der Zusatzausrüstung ist echt weiterhin ein Problem. Aber es sind nur noch 173 Tage, die es angeblich fehlt. Und es sind auch bald zwei Produktionslinien einfach nur komplett damit vollgehauen. Ein paar versenkte Konvois. Ah ja, was wir mittendrin. Malta hat kapituliert. An wen denn? Oh, die Franzosen.
Oh, könnte auch ganz hilfreich sein. Die USA sind übrigens inzwischen in ihrem eigenen Bündnis, gar nicht mehr mit den Alliierten in einem Bündnis. Leider kann man jetzt nicht mehr in Frieden schließen, so richtig. Das würde ich mir bei Hearts of Iron manchmal wünschen, dass man separat Frieden leichter machen kann. Aber gut, solange sie nicht mit den Briten direkt zusammenarbeiten, ist es ja in gewisser Weise auch hilfreich. Warte, was wollte ich jetzt tun gerade? Die Panzer verbraten natürlich auch gut Treibstoff beim Training, nehme ich mal an. Vielleicht habt ihr erstmal genug trainiert. Gerade solange das rumänische Öl noch nicht da ist, sollte man vielleicht doch den Treibstoff zumindest leicht im Auge behalten. Ja, komm, das reicht als... Die sollen hier ja nur die Gegend sichern und alles. Da unten fehlt der Nachschub. Vielleicht kann man da noch mal irgendwas tun. Ein wenig. Hier mal eine gute Eisenbahn. Hier ist doch ein schöner 35er Punkt. Und von da einfach noch mal daran baut. Der das dann auch kriegt. Und das alte Forschungsteam ist natürlich. Jugoslawien fordert Mazedonien, okay. Lass sie ruhig, gut, wir haben es fast 1942, dann können wir, glaube ich, damit schon anfangen. Zum Beispiel hier die nächsten Infanteriewaffen. So. Ich weiß ja, der Fokus ist frei, aber es gibt gerade kaum was, sonst spart man mal ein paar politische Punkte an. Was ist eigentlich das nächste Eisenbahngeschütz? Oh, April. Na gut, und diese Zivilfabriken. Bauen da ihre neue Eisenbahn. Vielleicht könnt ihr doch nochmal hier und da die Infrastruktur noch ein wenig anheben. Das erhöht auch minimal die Versorgung vor Ort. So, und hier drüben scheinen die Briten ja auch hin und wieder zu bomben. Wenn ihr da ein bisschen was aufbaut, vielleicht auch nochmal die ein oder andere Radarstation, wenn man es denn schon erforscht hat. Gut, weiterhin droht eine Invasion, von der man aber bisher noch nichts sieht. Oh, ist in der Logistik Flugzeuge? Oh ja, sind noch genügend da. Ich hatte jetzt schon Richtung, dass die alle abgeschossen werden, aber nee, das ist noch in Ordnung. Das ist dann natürlich bei Zeiten auch noch alles. Angepasst werden, wer eigentlich so fliegt. So, und da ist die britische Landung. Los, los, los. Und quasi auch schon wieder vorbei. Also für solche Fälle ist es immer ganz praktisch, hier eine Armee vorzuhalten. Das wäre geklärt. Ach, mal wieder die nächste Landdoktrin. Wobei, da muss man sich jetzt entscheiden, Mannstärke oder Kampfkraft. Ich meine, das sind nochmal 5% Bevölkerung. Das ist
schon nicht schlecht, aber andererseits... Ah, ich nehme mal die zusätzliche Kampfkraft. Noch mehr Organisation für alle Einheiten, das ist eigentlich schon gut. Die haben unter Umständen die nächsten Invasionen bereit, wie auch immer. Wie auch immer, wir haben es 1942, die Eisenbahnen sollten langsam fertig sein. Und die Truppen einigermaßen bereit. Ich mal. Aber natürlich das Wetter gerade noch, das lohnt nicht recht. Überhaupt noch alle überlegen zu sein, dass der Plan gut gehen wird und dass nichts schief gehen kann. Noch nicht ganz sicher, was davon jetzt am meisten helfen könnte. Fähigkeiten. So, Österreicher auch in Position. Das ist noch irgendwie ein Frontabschnitt, sehe ich gerade. Oh ne, der gehört doch zu dem. Warte, da steht noch ein Panzer rum. Ach so. Ich muss sagen, ich hatte vor der Folge ein bisschen experimentiert mit den Angriffsplänen und was man so machen kann. Ich glaube, deswegen steht er da noch falsch rum. Genau, so, dann haben wir die konzentrierte Industrie. Industriezeug läuft alles. 1942 hieß eine ganze Menge, zum Beispiel auch bessere Artillerie. Bessere Infanteriewaffen kommen schon, bessere Panzer ist unterwegs. Jugoslawien fordert Bulgarien. Fordern ja alles Mögliche. So, dann müssen wir gleich die Rekrutierungsstufe noch hochstellen. Das größte Problem ist die, okay, die Zusatzausrüstung, aber das löst sich so langsam auf. In 2 Monaten soll das angeblich passen. Angeblich Treibstoff kommt auch rein. Lässt sich jetzt aber doch noch 1, 2 Raffinerien hier bauen. Oder 3. Wenn man das rumänische Öl hat, dann würde sich das natürlich alles sehr viel schneller entspannen. Immer noch tiefstes Winterwetter. Mal kurz die Nachrichten, also. Ach, Österreich möchte Zusatzausrüstung liefern, das ist gut. Die brauchen Zusatzausrüstung, ist unterwegs. Geringe Mannstärke, kümmern wir uns drum. Widerstand, ja. Konvois werden versenkt. Passiert von den Amerikanern. Nicht zugewiesene Division. Oh, da werden die ersten fertig. Können erstmal da als Reserve stehen bleiben. Wobei einer kann hier noch zu den Österreichern, dann ist es eine volle Armee. So, Fokus das alles. Ja, Offizierskorps. Könnte natürlich hier bei den Fliegern noch was machen. Oh, das klingt doch gut. Naja, bei den Schiffen ist mir nicht so wichtig. Die Entscheidung ist nichts weiter. Flugzeuge müssen, werde ich gleich noch organisieren. Die Schiffswerften. Tja, wenn dieses Winterwetter hier mal langsam aufhört. Und hier. Na gut, es ist eine Armee, die gerade in Paris steht, die das im Zweifel zurückschlagen kann. So, ihr habt das, dann könnt ihr... bald sogar schon den nächsten Bomber angehen, aber eins nach dem anderen. Für den besseren Panzer wäre es auch nicht schlecht, wenn wir hier noch die besseren Upgrades reinkriegen. Und die ganzen Unterstützungseinheiten müssen ja eigentlich auch nochmal was kriegen. So, Winter hält weiter an, sobald der ein wenig nachlässt. Okay, sie sind auf Malta gelandet.
Kann ich jetzt aber auch nur wenig gegen tun. Erstmal schauen, ob die hier ins Benelux kommen gleich oder nicht. Bereit zum Ausrücken. Da ist die Versorgung wieder knapp, aber ich denke, sobald die Eisenbahn da fertig gebaut ist, müsste... Beziehungsweise... Okay, die da haben ein bisschen natürlich auch das Problem. Der ist schon voll LKW. Na gut, ich sehe gerade ein bisschen die Zeit und das Wetter. Naja, schwerer, leichter Regen. Ich würde sagen, ich organisiere nochmal die Flugzeuge neu, dass die hier alle vernünftig stehen und dann geht es in der nächsten Folge los. Und dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.